Griechenland ist ein Land, das auf drei Seiten von Meeren umgeben und mit endlos abwechslungsreicher Landschaft bedeckt ist. Hier findet man alles, von hohen Bergen bis zu atemberaubend schönen Stränden. Die Auswahl an den Urlaubsorten ist riesig. In diesem Video erzählen wir von den beliebtesten Urlaubsorten in Griechenland. Los geht's! Griechenland ist ein einzigartiges Land, in dem viele Denkmäler der Antike, der Zeit der byzantinischen und osmanischen Herrschaft erhalten geblieben sind. Wenn man die Geschichte des Landes besser kennenlernen möchte, sollte unbedingt eine Tour durch folgende Städte unternehmen, wie Athen. Für Touristen ist hier vor allem das historische Zentrum interessant, wo sich der Akropolishügel mit dem Parthenon-Tempel und einer Reihe anderer antiker Gebäude befindet, sowie der Lykabettus-Hügel mit der St. Georgskirche auf der Spitze. Das Viertel Plaka ist das älteste in Athen. Neben Museen ist es für seine Restaurants und Boutiquen bekannt. Auch auf dem Kolonaki-Platz konzentrieren sich viele Restaurants und Cafés. Für die Souvenirs kann man die Gegend von Manastiraki anschauen, wo sonntags ein lauter und farbenfroher Markt stattfindet. Gute Nachrichten für alle, die gerne Museen besichtigen: In Athen gibt es mehr als 250 davon. Es lohnt sich, das Nationale Archäologische Museum mit einer reichen Sammlung antiker Kunst, das Keramikmuseum, das Museum für griechische Volkskunst und das Museum für griechische Kostüme zu besuchen. Und die griechischen Restaurants erwarten ihre Gäste mit leckeren Souvlaki, Moussaka, Tzatziki und hausgemachter Wurst. Die Portionen sind riesig und ein griechischer Wein rundet das Essen ideal ab. Eine der meistbesuchten und vielfältigsten Inseln Griechenlands ist Rhodos. Wer einen aktiven, lauten Urlaub bevorzugt, verbringt diesen in Phaleraki. Die Hauptstadt der Insel, die Stadt Rhodos, wird von Reisenden gewählt, die gern in die Geschichte neuer Orte eintauchen möchten. Hier findet man eine mittelalterliche Festung mit einer Länge von etwa 4 Kilometern. Das ist die längste in Europa. Hier befindet sich die von der UNESCO geschützte Altstadt und der Mandraki-Hafen mit dem Koloss von Rhodos, einer der 7 Weltwunder. Alle, die sich für die Antike interessieren, werden die Stadt Lindos lieben, denn hier ist die antike Akropolis zu finden, die nach der Athena die zweitwichtigste in Griechenland ist. Für diejenigen, die Lust auf einen Strandurlaub haben, ist es nützlich zu wissen, dass im westlichen Teil der Insel Kieselstrände und das raue Ägäische Meer und im Osten Sand und ruhiges Wasser des Mittelmeeres zu finden ist. Der einzige offizielle FKK-Strand auf Rhodos liegt im Süden von Phaleraki. Der Eintritt zu den Stränden ist meistens frei, aber für ein paar Sonnenliegen und einen Sonnenschirm müsste man zahlen. Über weitere interessante Orte Griechenlands mit historischen Sehenswürdigkeiten wie Delphi, Korinth und Insel Kreta findet ihr Videos auf meinem Kanal. Der Link dazu ist in der Beschreibung zu diesem Video. Wovon es in Griechenland einfach unendlich viel gibt, sind die Badeorte. Das Land, das auf drei Seiten von warmen Meeren umgeben ist und zu einem großen Teil auf den Inseln liegt, ist für einen Badeurlaub einfach wie geschaffen. Im ganzen Land sind über 400 Strände mit der blauen Flagge Europas für ihren Umweltzustand ausgezeichnet. Es ist nicht einfach, durch diese große Anzahl an Buchten, Inseln und Stränden den besten für sich zu finden. Wir versuchen, über die manchen davon zu berichten. Von Westen öffnet sich die Küste des Landes ins Ionische Meer.
Hier befinden sich die Urlaubsorte der Ionischen Inseln Korfu, Lefkas, Kefalonia und Zakynthos. Die örtlichen Strände sind hunderte von Metern lang und bieten den kinderfreundlichsten Badeurlaub mit Sand und nur gelegentlich Kieselstränden mit einem sanften Abstieg ins Wasser. Darüber hinaus gibt es auch viele kleine Buchten, in denen man nicht nur entspannen, sondern auch Privatsphäre genießen kann. Die Halbinsel Peloponnes wird im Westen vom Ionischen Meer, im Süden vom Mittelmeer und im Osten vom Saronischen Golf der Ägäis umspült. Wer sich einen Urlaub an den ruhigen und abgeschiedenen Stränden wünscht, ist hier genau richtig. Peloponnes begrüßt seine Gäste mit ruhigen azurblauen Meereswellen und breiten menschenleeren Stränden. Es gibt einfach keinen besseren Ort zum Entspannen. In den Orten Corinthia, Argolis, Lakonia, Elis, Achaia oder Arkadia wird man garantiert einen tollen Urlaub verbringen. Die Halbinsel Chalkidiki mündet mit ihren drei Spitzen in die Ägäis, was an den Mythos von Poseidon erinnert, der hier seinen Dreizack verloren hat. Besonders beliebt bei den Touristen ist die westliche Halbinsel Kassandra, die jedes Jahr von Menschenmassen besucht wird. Aber die mittlere Spitze, Sitonia, ist eher für Liebhaber der Einsamkeit geeignet. Das Klima auf Chalkidiki ist trocken, die Hitze ist hier besser zu ertragen und die Strände sind einfach hervorragend. Breite Sandstreifen mit sanftem Abstieg ins Wasser ermöglichen hier auch Entspannung mit den Kindern. Die Insel Kreta liegt im Mittelmeer. Die Strände hier ziehen jedes Jahr viele Touristen an. Kreta ist berühmt für sein Netzwerk an Wasseraktivitäten, vom Windsurfen bis zu Wasserparks. Daher werden sich hier sowohl junge Menschen als auch Familien mit Kindern wohlfühlen. Ein weiteres Video über unsere große Kreta-Rundreise ist ebenso auf meinem Kanal zu finden. Hier zeigen wir solche Urlaubsorte wie Heraklion, Ritimno, Chania, Georgiopolis und Agios Nikolaos. Über 400 Strände in Griechenland tragen die blaue Flagge, das europäische Symbol für Sauberkeit und Komfort. Erfahrene Touristen empfehlen, im Juni oder September an die Strände Griechenlands zu fliegen. So vermeidet man sowohl den Höhepunkt der griechischen Hitze als auch die lauten Touristenmassen. Griechenland ist für seine atemberaubende Küste, die reiche Geschichte und köstliche Küche bekannt, beherbergt aber auch eine abwechslungsreiche und atemberaubende Landschaft, die sich ideal für Wanderer eignet. Mit den vielen Gebirgszügen, Schluchten und Tälern bietet Griechenland einige der malerischsten und anspruchsvollsten Wanderwege Europas. Von den mythischen Gipfeln des Olymp bis zur schroffen Samaria-Schlucht auf Kreta ist für jeden Reisenden etwas dabei. Und hiermit kommt mein Video zum Ende. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.